Das ist ein Browser-Game. Ihr müsst einfach in die Leiste agave.io eingeben. Es braucht keinerlei Rechenkapazität. Man kann es auf jedem Computer spielen, auf jedem Smartphone, auf jedem Tablet. Vom Prinzip her ist man eine große Zelle, die versucht, viele kleine Punkte zu sammeln und immer größer zu wachsen und in der Rangliste unter die Top 10 zu kommen. Unter Nick könnt ihr euren Namen eintragen. FFA bedeutet Free for All, dass jeder gegen jeden geht. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, in Teams zu spielen. Es sind 3 Teams auf der Map und jedes Team versucht, die Oberhand zu gewinnen. Ich zeige euch jetzt mal den FFA-Modus. Unter dem Rädchen findet ihr noch weitere Einstellungen. Einmal den Server, den ihr zu wählen habt. Wenn ihr aus Deutschland kommt, ist Europe der Server mit dem besten Ping. Darum spiele ich auch hier. Wenn ihr Dark Theme aufwählt, habt ihr ein besseres Rendering von den verschiedenen Farben. Das macht es euch leichter, andere Leute zu catchen. Und unter Show Mass werdet ihr immer unter eurem Namen angezeigt bekommen, wie groß ihr denn jetzt zurzeit seid. Das ist wichtig, wenn ihr andere Spieler pressen wollt. Jetzt legen wir einfach mal los. Man ist jetzt hier so ein kleiner Punkt, der rumrast und versucht, so viele kleine Punkte wie möglich zu fangen. Und in der Mitte sehen wir jetzt unsere Zahl, die jetzt gerade bei 35 ist. Das ist unsere Masse und wir müssen, um einen anderen Spieler zu fressen, 10% mehr Masse haben als er. Das ist am Anfang, sollte man sich darauf konzentrieren, erstmal die kleinen Punkte zu fressen, bevor man dann gegen große Spieler losgeht. Was ich jetzt gerade eben gemacht habe, ist, ich habe Space gedrückt und somit katapultiere ich mich in eine Richtung, und wenn ich bei dem Katapultschuss immer noch größer bin als ein anderer Spieler, werde ich ihn dann dabei einfach fressen. Wenn man gesplittet ist, ist es einfacher für eine Person, mehr Dots zu einem schnelleren Zeitpunkt aufzusammeln. Ja. Was jetzt gerade passiert ist, hier ist die Ecke des Bildschirms und ich wurde von diesem Riesen, der sich momentan auf Platz 4 der Rangliste befindet, in die Ecke gedrückt und hatte somit keine Chance mehr, wegzugehen. Theoretisch wäre es jetzt auch ein Köder gewesen, weil er wurde auch in die Ecke gedrängt und wird jetzt von einem Unnamed Cell komplett vertilgt. Eine andere Möglichkeit ist, anstatt anfangs einfach nur die kleinen Punkte zu sammeln, den Schuss mit Space dafür zu nutzen, sich so schnell wie möglich zu splitten, um dann noch schneller die Punkte sammeln zu können bis zum Scorebereich von 250. So, ab 40 kann man sich ungefähr splitten und dann kann man jetzt eine größere Fläche abdecken. Je kleiner man ist, umso schneller ist man. Und die kleinen, weil er ist jetzt zum Beispiel nicht groß genug, um mich zu fressen, darum muss ich mir da keine Sorgen machen. Gustav Benson allerdings schon. Normalerweise macht es für Spieler in so einem Bereich keinen Sinn, solche kleinen Leute zu fressen, weil Cooldown, nachdem man sich geteilt hat, wird immer höher. Und man muss versuchen, so schnell wie möglich sich wieder jemand Neuen zu fressen, der einem während der Cooldown hilft, den Shrink zu beeinflussen. Also momentan wachsen wir mit jedem Punkt 1. Später braucht man zum Beispiel 5 Punkte, um eine Masse zu kreieren. Und die Cooldown zum Zusammenwachsen wird auch immer länger. Jetzt versuchen wir mal kurz ein bisschen Geduld zu haben und uns kurz hochzufahren, um ein bisschen in die Taktiken des Spiels einzugehen. Grüne hier, das sind Virusse. Man kann sie schießen
Wenn man damit jemanden trifft, macht man ihn kaputt, so wie ich das jetzt gerade eben mit dem XXX gemacht habe. Und so kann man auch als kleiner Spieler versuchen, größere Spieler zu zerstören. Der Schuss mit W, mit dem ich gerade eben den Virus geladen habe, ist dann noch für ein paar andere Sachen gut. Fahren wir kurz noch mal ein bisschen hoch und dann zeige ich noch ein paar andere taktische Dinge, die man mit dem Schuss erledigen kann. Jetzt zum Beispiel in dieser Situation, wenn ich nach vorne schieße, werde ich kleiner und kann dadurch mit dem Speed Boost, wo ich bekomme, von dem Großen wegkommen. Man sollte natürlich auch immer versuchen, dass man es wieder schafft, alle von sich einzunehmen und nicht nur jetzt, wie ich es gerade geschafft habe, 3 Stück. Man kann sich auch öfter teilen als nur zweimal, indem man jetzt nochmal Space drückt. Ist allerdings anfangs erstmal nicht zu empfehlen, erst bei einer größeren Größe, so dass der kleine Blob hier nicht immer von jedem anderen möglichen gefressen werden kann. Haben wir den hier gegen die Ecke gedrängt. Wir müssen jetzt aber aufpassen, dass wir nicht selber hier reingedrängt werden. Scheiße. Jetzt haben wir uns... Ich wollte ihn gerade splitten mit den Schüssen, haben uns aber selber irgendwie auch noch getroffen. War dezent unpraktisch. Weil jetzt, wenn man so klein ist, da will jeder auf einen drauf. Da hat man eigentlich keine Chance mehr nach so einem Split. Und man sollte eigentlich immer versuchen, sich in der Mitte der Map zu halten. Da ist es am sichersten. Wenn man Geduld hat, ist es am besten. Aber an den Randbereichen, da gehen halt eben die Kämpfe ab, weil man da die Leute in die Ecken drängen kann. Das kann man sich auch in den Viren verstecken. Man wird lediglich von den Viren zur Explosion gebracht, wenn man den Virus komplett verschlucken kann. Also kann man so auf verschiedenen Situationen manchmal ausweichen. Gar nicht so schlecht.
immer ein Augenmerk drauf halten, wann man sich zusammensetzt. Und dann vielleicht versuchen, Gegner, die Karten unaufmerksam sind, kleiner, mit zwei kleinen zu nähern und dann aber ein großer zu sein, um ihn zu fressen. Und am Anfang immer von den großen fernhalten, da sie selbst beide jetzt mit einem Plop einfach nam 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 futtern können. Folgen jetzt hier Kurt Hitler und sobald wir zusammenwachsen, können wir ihn fressen. Setzen wir gleich zusammen und ein Hitler weniger auf der Liste. Je größer man wird, umso weiter zoomt man auch aus der Karte raus, was einem später natürlich einen riesen Vorteil gibt beim Navigieren, weil man von weiter entfernt schon sehen kann, wo die Viren sind. Und je größer man wird, umso weiter sollte man sich von den Viren fernhalten. So, und jetzt sind wir zum ersten Mal in den Top-Rankings auf Platz 9. Und ab hier kann man auch verschiedene Taktiken benutzen, wie zum Beispiel Köder legen, indem wir jetzt hier kleine Viren hinmachen, warten, bis jemand kommt und versucht, die zu fressen. Haben wir hier alle geködert und können die ganz gemütlich futtern. Ja, und das war es eigentlich schon taktisch. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, versuchen sich in den Top-Rankings zu halten und einfach Spaß am Spiel zu haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Facebook und auf Twitch.
Karo sagt, wird uns schon gefährlich. Langsam. Ach du Kacke. Na, das hat nicht mehr gereicht. Aber wir sind noch einigermaßen sicher da rausgekommen, dass da hätte auch ganz anders ausgehen können und der hätte einfach beide fressen können. Manchmal kommt es mir auch so vor, wenn man groß ist, hat man irgendwie eine Anziehungskraft, weil die Leute sind so dumm, die gehen einfach fast in alles rein. Die ganzen, vor allem die Kleinen, die fliegen so oft in einen rein, ohne dass man irgendwas machen muss. Your auntie likes